Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal waren wir... Ja, wir haben jemandem geholfen, der wohl so ein bisschen unrechtmäßig verdächtigt wurde auf Verrat und hast ihn nicht gesehen. Stattdessen war der eigentliche Verräter jemand anderes, jemand hochgestelltes mal wieder. Und ja, jetzt haben wir im Auftrag von Vanasha, unserer Auftraggeberin, sollten wir jetzt diesen Typen hier finden, weil der soll ja dem Prinzen Itamen und seiner Mutter irgendwie zur Flucht verhelfen. Hallo 3C Huadief. Du bist 3C Huadief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Vanasha? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Und was für einen Weg solltet ihr freimachen? Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Was für eine Bestie? Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du nicht gut gemerkt, was? Ich habe mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Okay, gut, dann töte ich die mal. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Das finde ich aber nett, dass man halt hier manchmal so Tipps bekommt von NPCs, wie man denn die Dinger zu bekämpfen hat, ne? Also zum Beispiel das mit dem Stillstehen und so was. Das wusste ich nicht. Aber gut, wir wissen ja, was das für eine Maschine ist, die uns dort erwartet. Eine von den ganz tollen. Das ist er, ne? Ja. Kriege ich die vielleicht hier so von hier oben vielleicht weg? Na, nicht so. Der bleibt leider nicht da oben, ne? Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Okay. Er weiß, dass ich hier bin, aber was macht er jetzt damit? Aha. Frage ist, kriegt er mich hier oben? Wenn das der Fall ist, dann schlecht. Wenn das nicht der Fall ist, ist mir das ziemlich egal. Warum in Nahkampf gehen, weißt du? Ich bin ein Jäger. Also handle ich auch so. Und so, ne? Ne, einfach schlauer sein als die Beute. Einfach nach irgendwo oben hin. So. Das war doof. Wollte ich gar nicht. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe keinen dritten Pfeil angelegt. So. Ja, ist auf dem Rücken halt weniger Panzer. Ich konnte natürlich halt auch erstmal die hier benutzen.
Weil er kriegt mich ja hier oben nicht. Das ist ja grundsätzlich ja nicht so verkehrt. Na, warum noch unten gehen? Weil man auch hier oben alles erledigen kann. Hatten wir schon mal so ein paar Mal so eine Situation. Einfach ausnutzen. Das macht die Sache etwas leichter. Oh, die Bauteile entfernen. Okay. Sollte erstmal reichen. Da ist er. Kriegt auch ein bisschen mehr Schaden. Weil keine Panzerung mehr drum ist. Das heißt, er ist dann auch schneller weg. Bei Gelegenheit. Wenn das wirklich notwendig wäre. Das ist alles ohne einen Treffer zu kassieren. Weil er nicht mal so hoch spucken kann. Was kann er denn schon, außer sich einzugraben? Nix. Ja, nicht kann er. Da. So, ein paar Mal müssen wir noch. Aber auch das kriegen wir noch hin. Einmal noch. Okay. Haben wir. Gar kein Problem. Hat er irgendwas Tolles gedroppt? Wahrscheinlich nicht. Kehrt zu 3C Huadiv zurück. Loot interessiert mich jetzt mal eher wenig. Hey, ich habe keinen Schaden gekriegt und das Ding ist da. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadiv? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Naja, exzellent bin ich jetzt nicht, aber hey. Oh nein. Da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadiv, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Hat ja ein bisschen gedauert bei dir. Okay. Machen wir das Beste draus. Gucken wir mal. Fallen wäre nett. Fallen. Fallen kosten Geld, Mädel. Wie wär's mit einer Überraschung für Sie? Bin ja dabei. Dann stellen Sie sich mal nicht so an, ja? Keine Fallen, kleine Jägerin? Och, ich habe jede Menge Fallen hier. Und da. Und hier. Geh da vorne in Deckung, hinter diesem Fels. Hinter dem hier? Begib dich zu einer erhöhten Position. Hm. Diese hier, oder was? Da sind sie.
Wir zeigen es ihnen, ja? Ja klar, gar kein Problem. Wenn es jetzt ein bisschen heller wäre. So, wie viele sind das denn so? Bisher noch nicht so wirklich viele, 3 Stück bislang. Tja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Na komm, Maschinen. Go, go. Das würde ich auch so ausdrücken, ja. Da schießen wir aber auch wie eine Granate. Daneben. Na gut, ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Naja. Really? Okay. Ich will's nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Das war ja jämmerlich. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Na du, das schaffe ich auch alleine. Wozu habe ich jetzt hier die Dinger aufgedings? Was? Verdorbener Donnerkiefer, ja, lecker Schmecker. So, Scheibendingens da schon weg. So, das Ding ist weg. Oh, Kacke. Das hat jetzt gerade sehr viel Schaden gemacht. Ich wollte jetzt gerade noch Heiltrank auswählen. Hat nicht so gut funktioniert. Okay, aber auch das kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Glaube ich. Ich bilde es mir gerne ein, dass es funktioniert. So. Ist weg. Und das Teil kriege ich noch. Irgendwann. So. Und nochmal die andere Seite. Alter. Was ist denn das? So. So wird ein Schuh draus. Wow. Selten nur ein Schwanz hier von den Dingen abgekriegt. Nehmen wir mal die Waffe. Ne, wenn schon, denn schon. Wenn wir schon die Option haben, warum nicht? Haben wir noch irgendwo so ein Ding? Jo, haben wir. So. Das Ding hält aber gut was aus. Ich muss die Waffe wechseln. Hallo. Was bist du hier? So. Ich war's nicht. Aber nicht die Waffen, die ich zu treffen will, ja. Ich
Ich habe ein Bauteil. Ich weiß zwar nicht welches, aber ich habe eins entfernt. Ich habe die falsche Pfeile. Mal wieder. Kann es ja auch nichts werden mit dem Schaden. Guck mal, wie viel Schaden er jetzt kriegt. Das ist schon eine ganz andere Ausnahme. So. War doch gar kein Problem. Er hat ein paar Dinger dabei. Ich habe nicht genug Platz für die ganze Modifikation. Mal wieder. Ja, ne? Vernichten wir doch mal ein paar hiervon. So. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, warum hast du es nicht? Metallbrand brauche ich nicht. Okay. Gut. War doch alles gar kein Problem. Nächstes Mal gleich so. So, klettere hinab. Wohin soll ich denn hinabklettern? Achso, das war hier das Dingens. Ja, klar. Die Hauptquest. Wo wir halt auch noch hin wollen. Aber wir gehen erstmal da lang. Nehmen hier vielleicht nochmal ein Kraut mit. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Oder vielleicht auch zwei. Und einfach mal ein bisschen heilen.